Der blockiert auch alles. Wie viel sind hier unterwegs? 80 nur noch. Ja gut, der große Ansturm quasi ist vorbei auf diese Siedlung. Apropos, gucken wir mal, wo ist denn die U-Bahn? 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 Mal was anderes. So. Nein, ich wollte eigentlich die Haltestelle sehen. Ach, Mino. Was? Die irgendwas Residenz? Müssen wir mal drehen. Da ist die U-Bahn. 37. Ja. Hier fahren ein paar Leute rum. Zack. Und schon upgraden wieder ein paar. Wir haben immer noch 100... Ich krieg's nicht hin. Wir haben immer noch ein paar Leute. Ja, gut. Strom. Bla, bla, bla. Kein Strom. Nee. Wenn hier mal ein paar Leute siedeln würden, dann würde hier auch Strom sein. Ehrlich jetzt, Leute. Wie seid ihr denn drauf? So, jetzt habt ihr wenigstens Strom. Kann einfach nicht angehen. Doch, wir haben keinen Strom. Ja, dann siedelt doch dazwischen noch. Wobei, ich glaube, ich habe da die Gebiete gar nicht. Da kann ja auch nichts siedeln. Wow, ist ein bisschen am Ruckeln. Da kann ja auch nichts siedeln, weil ist ja nichts gebaut. So. Warten wir mal, was sich hier tut. Weil momentan haben wir Bedarf. Ja, so gut wie keinen Bedarf eigentlich. Hm. Okay. Aber hier läuft's. Hier läuft's. Auch wenn der ein bisschen warten muss und der hier vielleicht ein kleines Müllproblem hat. Was ist denn da los? Nicht genügend Kunden. Was? Kann ja wohl nicht angehen. Nicht genügend Kunden? Was, da auch? Nee, der hat Normalbetrieb. Hm, komisch. Ja, das mit nicht genügend Kunden ist aber nicht normal hier. Das liegt wahrscheinlich daran, dass die Kunden hier nicht an den Bahnhof rankommen, weil hier Stau ist. Alter, guckt euch das mal an. Voll der Stau. Hm. Das muss man irgendwie anders lösen. Ich überlege gerade, die Zufahrten hier auf eine Seite zu beschränken. Und dann entsprechend hier hinten eine Wendeschleife zu machen. Das habe ich schon mal gemacht. Gut, das ist ein bisschen weit hinten, aber mal sehen. Da sind die Zubringer. Da machen wir hier eine Wendeschleife. So. Das habe ich nämlich schon mal gemacht. Das funktioniert ganz super. Den Zügen ist es nicht so wichtig, dass sie da ein bisschen fahren müssen zum Wenden. Das heißt, da macht man hier einmal so, einmal so. Das kann man auch mit diesem tollen S-Tool machen. So. 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 Ups. Und so. Das heißt, die Züge fahren da rauf, fahren rum und fahren wieder zurück. Ja gut, da sind noch Gleise. Das heißt, im Endeffekt können wir dann diese Gleise hier entfernen. Weil Züge nur noch aus dieser Richtung reinfahren und auch wieder rausfahren. Hier wenden und dann wieder zurückfahren können. So. Ups. Ich wollte euch nicht den Strom klauen. Das tut mir leid. So. Vorteil ist nämlich jetzt, alle Züge müssen erst in eine Richtung fahren. Und fahren dann alle gesammelt in die andere Richtung. Ja, hier könnten die abbiegen, wenn sie wollten. Das hat nämlich den Vorteil, dass sich solche Staus wie hier nicht mehr ergeben. Weil diese Züge warten nur darauf, dass der Bahnhof frei wird. Aber der Bahnhof wird nicht frei, weil die sich an so einem Dreieck hier sammeln. Gut, klar, jetzt blockiert der hier den. Aber das gibt sich gleich, wenn der hier rausfährt, weil der Rausfahrende kann nur in eine Richtung fahren. Der fährt nur nach unten, weil woanders hin geht's nicht. Und hier unten kann er dann wenden, wenn er will. Muss er aber nicht. So. Wobei ich glaube, der wendet, indem er hier rumfährt und dann hier wieder zurück. Der fährt nicht hier unten rein, sondern hier oben fährt er rein. Deswegen wartet der da nämlich. Können wir ja mal sehen, der müsste ja... Zack, da biegt er ab. Nein.
toll. So. Okay, das ist ein bisschen tief. Normalerweise. Allow movement, manual switching, walkthrough, stay duration, ground distance. Nö. Ändert jetzt nichts daran, wenn ich in einem Zug bin. Vielleicht muss ich den zweiten Waggon auswählen. Ja, so geht das. Könnte ich auch theoretisch hier einen Waggon weiter vorne nehmen. Zack. Und dann gucken wir einfach mal zu, wie wir hier so durch die Prärie fahren. Wir haben ja hier überall so komische, hässliche Bäume gebaut. Dazwischen stehen immer noch ein paar Palmen. Mit 12 FPS. Und mal sehen, wo dieser Güterzug hinfährt, weil alle, die gewendet haben, fahren ja jetzt in sozusagen eine Richtung, also in unsere Stadt rein. So, gucken wir einfach mal. Der Güterzug hat 47% geladen, das heißt, der ist nicht ganz voll. Transportiert Fracht nach Güterzugbahnhof. Jo, Güterzugbahnhof. Das ist mal wieder ein schöner Name, der einem überhaupt nichts sagt. Oh, da eine Palme. Cool. Also theoretisch könnte ich in dieser Ansicht jetzt auch quasi die Kamera verschieben, aber das mache ich lieber nicht, weil ansonsten gibt das so ein Durcheinander. So, und das, ja. Ah, da fährt er schon mal nicht längs. Da fährt er auch nicht längs, weil da Personenverkehr ist. Jetzt biegt er ab. Haha, seht ihr, es funktioniert. So, und er fährt in die Stadt hier. Wumm. Und Screech. Da hinten kann man die Wolkenkratzer sehen. Ist das nicht hübsch? Ich könnte jetzt hier natürlich aussteigen in First Person und dann rumlatschen. Fährt er auch wieder raus? Ja, natürlich. Wow, der fährt sogar wieder. Der hat geladen. 53%? Okay, jetzt fährt er natürlich wieder. Ja, gut, jetzt fährt er rückwärts. Das ist leider so ein kleines Problem an diesem Kamera First Person Mod. Wenn der rückwärts fährt, dann, ja. Dann sieht man nichts. Aber ich würde sagen, das mit der Menge an Zügen hier hat sich schon reduziert deutlich. Das heißt, hier warten jetzt natürlich einige, bis die aus der Kurve rausgefahren sind. Oder bis die in die Kurve reingefahren sind. Aber die Strecke hier sieht doch schon wesentlich freier aus als eben noch. Eben waren diese ganzen Dreiecke, die ich gebaut habe. Nein, das ist ein Viereck. Diese ganzen Dreiecke, die ich gebaut habe, die waren alle total blockiert. Jetzt sind immerhin nur die Züge blockieren die Strecke, die irgendwo hin wollen. Also der hier zum Beispiel. Ja, das kann man ja jetzt natürlich nicht ändern, dass der hier die Strecke ein bisschen blockiert. Aber die fahren hier alle schön fleißig aneinander vorbei. Warum habe ich hier eigentlich, als ich Bäume gebaut habe, keine Palmen gebaut? Mal sehen. 84. Es sind 4 mehr als letzte Woche. Wie geht's der kleinen Stadt hier? Gut. Nee, Heimwerkermarkt. Neues Einkaufszentrum. Da, nicht genügend Kunden. Der Kramladen hat nicht genügend Kunden. Und hier muss Müll abtransportiert werden. Aber ansonsten würde ich sagen... Ja gut, nicht genügend Kunden. Aber ansonsten läuft's. Hier läuft's noch nicht ganz so. Weil hier ist noch nicht so viel los. Wie sieht's mit den Grundstückspreisen aus? Ja, alles blau. Hier teilweise sogar schon türkis. Ja, wie sieht's mit der Kriminalität aus? Alles im blauen Bereich. Hier auch, alles super. Hier auch, da die Randbezirke so ein bisschen an der Autobahn. Ja, gut, da beschwert sich jemand. Ja. Steuern sind zu hoch. Was ist das? Gering besiedeltes Wohngebiet. Das heißt, gehen wir mal ran und schrauben den mal um 1% runter. So. Jo. Ja. Gut. Läuft mit wenigen FPS, aber es läuft. Wobei, die könnten theoretisch noch höher bauen, wenn ich sozusagen noch höhere Grundstückspreise hinkriegen würde. Das habe ich theoretisch auch irgendwie schon geschafft, aber... Was? Ein verlassenes Gebäude? Das habe ich aber nicht gesehen. Vielleicht liegt das daran, dass momentan die Nachfrage nach Gewerbe und Industrie äußerst gering ist. Und auch Wohngebiet ist ziemlich gering, die Nachfrage.
gut. Kann man jetzt nichts machen halt. Außer vielleicht Tourismus oder so. Oh, der hat keinen Strom. Konnte ich denn das übersehen? Und auch kein Wasser hat der. Gluck, gluck, gluck. So, Wasser. So, jetzt funktioniert er. Jetzt liefert er auch Waren. Also, jetzt werden auch Waren geliefert. So rum. So, im Endeffekt könnte man dann auch quasi die Industrie... Ja, gut. Wett. Zu hohe Steuern, also echt jetzt. Was haben wir denn hier eigentlich? Nicht genügend Rohstoffe. Ja, da müssten wir uns mal ein bisschen drum kümmern, dass die hier besser beliefert werden. Ach ja, und zum Beispiel, dass hier auch die Gebiete mal richtig ausgezeichnet werden. Und hier könnte ich noch eine Straße hinbauen. Hey, hey. Da. Straße. So. Und natürlich noch Industrie. So, die brauchen zwar keine Industrie mehr, aber... ja. Was soll man machen? Ach ja, genau. Die Industrie verlangt nach geringeren Steuern. Plopp. So. Na, 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 na. Na? Na? Zu wenig Dienstleistung? Heißt das nicht zu hohe Steuern? Ach nee, Prozent ist Steuern. Na egal. Was heißt denn bitte Dienstleistung? Wollen die hier Gewerbe haben? Baue ich ihnen mal einen Gewerbestreifen hier rein? So. Ach ja, hier hatten wir ja die Gebiete eingeteilt. Das ist ja noch gar nicht ausgedönst, das neue Gebiet. Mal sehen. Machen wir doch hier einfach mal spaßeshalber ein weiteres Industriegebiet mit irgendeiner Spezialisierung. Gucken wir mal, was sich da noch so anbietet. So. So. Da. Na, hier noch ein bisschen die Ecke. Und hier vielleicht noch so ein bisschen über die Straße. So. Gut, was könnten wir denn da machen? Öl? Nein. Generell nein. Erzindustrie. Agrarindustrie haben wir ja schon. Forstindustrie? Okay, also Moment. Das hier ist Forstindustrie, oder? Und das hier ist Agrarindustrie, wenn ich mich nicht irre. Die Landwirtschaft und das hier ist Forstwirtschaft. Das heißt, eigentlich hätten wir ja noch Erz oder sowas frei. Aber ich weiß nicht, wie es mit den Bodendingern aussieht. Naturrohstoffe. Klar, ich habe überall Bäume hingeholzt. Also ist auch, ja. Wald. Verwendet 212 Einheiten pro Woche. 181.000 habe ich hier hingeknallt. Ja.